Willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 100 vom 22. Mai 2018. Heute wieder als Lage live aus dem Sankt Studio in Berlin-Kreuzberg. Ganz herzlich willkommen. Sehr, sehr schön, dass ihr alle da seid. Wir sind im Sankt Studio in Kreuzberg. Wir müssen Dank sagen an Attila, der uns zum wiederholten Male hier willkommen heißt. Unser Gastgeber. Herzlichen Dank, Attila. Hast du ganz toll gemacht. Es gibt sogar Bowle unten, haben wir gesehen. Genau. Das war nicht abgesprochen. Herzlichen Dank. Genau. Und es gibt natürlich, das ist ganz klar, zum Geburtstag Getränke, Würstchen hinterher für alle, die hier sind, auf Kosten des Hauses. Ja. Und wir freuen uns ganz doll, nachher noch ein bisschen im Hof zusammenzustehen und ein bisschen zu quatschen, wie das eben so bei der Lage Tradition ist. Jetzt sogar mal draußen. Ja, normalerweise geht das ja immer nur im Saal. Genau. Aber wir haben es ein bisschen vorgezogen, damit es nicht ganz so spät wird und so. Wunderbar. Und vielleicht noch die Ansage, dass es noch Tickets gibt für Leipzig und Essen. Essen. Ganz paar. Essen geht ziemlich gut weg, ja, kann man sagen. Aber Leipzig ist auch fast voll. Leipzig ist auch fast voll. Also wer noch Lust hat von den Hörerinnen und Hörern jetzt im Saal, vielleicht etwas weniger, obwohl nach Leipzig kann man auch fahren. So ist das jetzt nicht. Wir hatten ja sogar einen kleinen Sonderzug. Da bin ich mal gespannt, genau. Ich bin sehr gespannt, ob das geklappt hat. Wir haben bislang noch kein Feedback bekommen. Wir hatten vor einigen Wochen vorgeschlagen, einen ganz bestimmten ICE, na, den Lagezug quasi, Lage on Ice war Philipps Slogan dafür. Ja. Wir sind gespannt, ob das tatsächlich zustande kommt. Wir müssen genau, einen bestimmten Wagen hatten wir genannt. Ne, genau, wo, wenn jemand kommt, soll sich da buchen. Genau. Wagen weiß ich nicht mehr. Der Wagen war noch frei. Ich weiß nicht mehr welcher, wir sagen jetzt lieber nichts Falsches. Das war irgendwie ein Wagen noch ganz frei, konnte man noch komplett durchreservieren. Vielleicht hat das geklappt. Wir sind sehr gespannt auf Rückmeldungen. Werbung. Magnesium ist wichtig für unseren Körper. Es hilft etwa, dass die Nerven im Gehirn besser arbeiten, was gut ist für unser Gedächtnis und die allgemeine Lernfähigkeit. Aber der Körper kann selbst kein Magnesium produzieren, ist also darauf angewiesen, dass wir es ihm geben. Und in einer Handvoll Erdnüsse steckt über die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis Magnesium. Aber das ist noch nicht alles. Erdnüsse sind ebenso reich an Niacin, auch Vitamin B3 genannt. Niacin ernährt die Haut quasi von innen und hilft sie gesund und elastisch zu halten. 100 Gramm Erdnüsse enthalten ausreichend Vitamin B3 für einen ganzen Tag. Übrigens, Niacin ist wasserlöslich und wandert beim Kochen von Fleisch, Fisch oder Vollkorngetreide leicht ins Kochwasser. Deshalb dieses Kochwasser möglichst nicht abgießen, sondern einkochen oder weiterverwenden. Oder eben täglich ein paar Erdnüsse. Mehr Informationen unter erdnüsse.de. Werbung. Jetzt steht hier Douglas Adams Story. Ich habe Ulf vorhin eine Geschichte erzählt. Und ich habe sie nicht verstanden, aber wir dachten, wir versuchen das mal. Du hast sie nicht verstanden. Na, du hast gesagt, die ist super lustig, erzähl die mal nach. Ah ja, richtig, genau. So ähnlich habe ich das gesagt. Philipp, go. What? Los. Passt eigentlich überhaupt nicht. Also ich lese gerade das lustigste Buch der Welt, nämlich ein Wörterbuch hast du mir gesagt. Ja, ich habe den Titel vergessen. Nicht wirklich? Doch. Das ist nicht geplant. Das The Meaning of Live. The Meaning of Live. Wer kennt das Buch? The Meaning of Live. Keiner? Geil. Das müsst ihr kaufen. Lesen. Douglas Adams, The Meaning of Live, ist wirklich mit Abstand das lustigste Buch. Ich lese nicht viel lustige Bücher, aber von denen ist es mit Abstand das lustigste. Er hat sich gesagt, okay, es gibt so viele Phänomene, Erscheinungen, für die es kein Wort gibt. Zum Beispiel, ihr legt ein Lineal auf den Tisch, Hälfte auf den Tisch, Hälfte guckt rüber und ihr haut einmal drauf. Dieses Geräusch kennt jeder. Ne? Gibt kein Wort dafür. Oder ihr fahrt auf der Autobahn, alle fahren zu schnell, ein Polizeiauto taucht auf und alle bremsen ab. Oder du stehst bei Freunden, Party und alle stehen vom Bücherregal. Und diese Haltung, mit der die Leute vom Bücherregal stehen. Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Ja. Ne? Ja. Von diesen Phänomenen gibt es Tausende. Und Douglas Adams hat quasi gesagt, okay, dafür muss es Wörter geben. Und er hat alle Ortsnamen aus England, Schottland, aber auch rund aus der Welt genommen und diese Ortsnamen halt willkürlich mehr oder weniger diesen Handlungen zugeordnet. Also dieses Geräusch vom Lineal ist jetzt irgendwie Livelsborough. Okay. So, to Livelsborough. Klingt aber erstmal so ein bisschen absurd, aber du sagst, das macht völlig absurd. Aber wenn du das abends liest,
Mit Freunden? Zum Einschlafen? Nein. Sehr lustig. Also the meaning of live. Also das wollte ich nochmal loswerden. Nachher gibt es noch ein... Es gibt natürlich auch viel, viel banalere Situationen, für die es gar keine deutschen Wörter gibt. Ich habe ja zum Beispiel schon ewig das Wort dafür gesucht, wenn man keinen Durst hat. Also wenn es um Essen geht, ist man halt satt. Ne? Ist ein Klassiker, genau. Ist ein Klassiker, ist jetzt nicht meine Idee gewesen, gebe ich zu. Aber da zum Beispiel würde das ja konkret was bringen. Ich meine, dieses mit dem Lineal, das habe ich jetzt schon etwa 17 Jahre nicht mehr gemacht. Da finde ich Essen ein ganz gutes Begriff dafür, als Stadtname. Ja, Essen, meinst du? Für das mit dem Satz. Keinen Durst haben. Würde er nicht Durst haben, essen? Bisschen das schräg, könnte ne? Latent verwirrend sein, eventuell. Ich weiß okay. Es nicht. Jedenfalls hat denn Douglas Adams dafür auch was gefunden? Keine Ahnung. Ich bin ja noch nicht durch. Ich habe hab bei A keine Luft mehr gekriegt vor lauter Lachen. Okay, wenn du was findest, denke ich an dich. Dann ist das, genau. Okay, aber das nur kleine, ich weiß auch nicht. Es lag Philipp so ein bisschen auf ja, der Seele. Ja, und ist doch schön. Ja, ne. Das kann man ja mal erzählen, ne? Genau. Soll ja auch ein bisschen lustig sein. Das war jetzt ein bisschen Lage Live Backstage. Genau. Ne? Wir saßen da so und planten und kamen. Und laber. Ich lese übrigens gerade das lustigste Buch der Welt. Ein bisschen lauter. Ja, es geht auf jeden Fall lauter. Guck mal hier, ich habe hier einen Schalter und kann mir hier so lauter drehen. Ist das so besser? Ist das besser? Versteht ihr wunderbar. Das besser jetzt? Okay, wunderbar. Super, top. Wir haben aber auch noch ein bisschen was Inhaltliches für euch vorbereitet. Genau, und zwar, mir kommt das so ein bisschen vor, pass mal auf, ihr kriegt jeder einen Lautstärkeregler. Und dann könnt ihr immer so hoch, runter. Und jetzt je nachdem, ob es eine Mehrheit gibt für laut, geht es halt lauter. Und wenn es eine Mehrheit gibt für leiser, wird es leiser. Machen wir beim nächsten Mal. Gibt es bestimmt eine App dafür. Wir fangen an, kommt mir schon wieder vor wie 300 Jahre her. Und vor 300 Jahren war das Thema überhaupt. Und ich dachte, Mann, aber es ist nicht ganz unwichtig immer noch, das Dashcam-Urteil. Das Dashcam-Urteil. Ne, ganz wichtig, also kennt ihr den YouTube-Kanal We Love Russia? Ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Oh ja. Sie wissen, wovon ich rede. Also We Love Russia, ein riesen toller YouTube-Kanal, der quasi allein gespeist wird aus Dashcam-Videos, natürlich aus Russland. Die sind nochmal, das ist doch Dashcam Plus. Also sowas findest du in Deutschland eigentlich kaum. Nicht, was du da siehst, ist halt Russland. Ja. Aber das ist quasi ein YouTube-Kanal, der nur gespeist wird aus Dashcam-Videos von russischen Dashcam-Kameras. Ja. Und wie gesagt, ist halt extra, aber sowas deutete sich auch in Deutschland an. In der Tat. Einige denken, ich mache jetzt mal We Love Germany mit Dashcams. So ist es. Keine gute Idee. Und wie das immer so ist, spült das Leben diese Fälle natürlich irgendwann auch vor die Schranken des Gerichts, in diesem Fall des Bundesgerichtshofs. Der hatte nämlich vor einigen Wochen einen Fall zu entscheiden, wo es um einen Verkehrsunfall ging, wo jemand vor Gericht eine solche Dashcam-Aufnahme verwenden wollte, um zu zeigen, dass er an einem Unfall nicht schuld war. Dieser Fall allerdings wirft zwei Probleme auf. Zum einen nämlich die Frage, ob Dashcam-Aufnahmen als solche eigentlich legal also sind. Kennt ihr, ihr wisst, was ein Dashcam ist. Ne? Dashboard, Kamera, filmt aus der Windschutzscheibe, alles, was da passiert. Dashboard ist das, wie heißt das eigentlich auf Deutsch, Philipp? Armaturenbrett. Armaturenbrett, genau. Armaturenbrett, wunderschönes Wort. Auf diesem Armaturenbrett baut man so eine kleine Kamera an oder auch am Rückspiegel und die filmt dann eben das Verkehrsgeschehen. Ich war ja gerade in Nordamerika unterwegs, da hat das quasi jeder Uber-Fahrer. Okay, ja. Okay, also jedenfalls wirft dieser schöne Fall, der das bis zum BGH hochgespült wurde, zwei Probleme auf, nämlich zum einen, ob diese Dashcam-Aufnahmen als solche eigentlich legal sind. Also darf man das? Darf man da einfach mal so filmen, was sich im Verkehrsgeschehen vor einem so tut? Und zweitens, kann man diese Dashcam-Filmchen denn eigentlich als Beweismittel vor Gericht verwenden? Dazu hat der BGH sich verbreitet und zu dieser allerersten Frage, Stichwort legal, illegal, haben wir einen O-Ton eingesammelt. Philipp, genau genommen, vom Landesdatenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink. Und der hat auf die Frage, was hat der BGH denn jetzt seiner Meinung nach entschieden, Folgendes gesagt? Meiner Meinung nach hat der BGH zweierlei entschieden. Er hat erstens festgestellt, und darüber freuen sich die Datenschützer, dass der Einsatz von solchen Dashcams, jedenfalls wenn die Aufzeichnung permanent erfolgt, datenschutzwidrig und rechtswidrig ist. Das hat der BGH ausdrücklich so geschrieben, das stimmt auch so. Genau. Klare Worte. Das heißt, das Film ist datenschutzrechtlich nicht okay, und zwar einfach deswegen, weil man natürlich nicht die Einwilligung einholen kann von allen Menschen, die von diesem Film betroffen sind. Da werden reihenweise personenbezogene Daten erhoben, Kennzeichen zum Beispiel oder natürlich auch Gesichter von anderen Verkehrsteilnehmern, und dafür hat man dann von diesen betroffenen Personen keine Einwilligung. Die haben also nicht gesagt, das könnt ihr von mir aus machen. Logisch, wäre ja gar nicht praktikabel. Deswegen ist es datenschutzrechtlich im Prinzip mal nicht okay, wenn man auf die Straße filmt. Aber es könnte möglicherweise doch eine Lösung geben. Dazu ein Statement von einem anderen Datenschutzexperten, nämlich Professor Hören von der Universität Münster. Genau, der hat erklärt, welche Ansprüche an Kameras gestellt werden müssten, die wahrscheinlich okay sind. Es wäre ein Weg, wenn die Kamera wirklich ganz begrenzt aufnimmt.
Also auch nur auf den Anlass bezogen und nur den konkreten Gegner, das Opfer. Genau. Das ist natürlich wiederum so ein bisschen so eine Frage, wie praktikabel ist diese Lösung? Also im Prinzip darf man nicht aufnehmen. Man kann natürlich jetzt nicht verlangen, dass man die Kamera nur anschmeißt, wenn gleich ein Unfall geschieht. Ja, das wäre jetzt vermutlich nicht so wahnsinnig zielführend, weil man das ja im Zweifel gar nicht weiß. Die Lösung könnten aber so quasi so kleine Loops sein, ne? Dass man halt einfach immer filmt, aber nach 30 Sekunden, nach 60 Sekunden die Aufnahme wieder überschrieben wird, sodass man halt immer nur einen ganz kleinen Schnipsel vom Verkehrsgeschehen auf seiner Aufnahme hätte. Ja, und die, vor allen Dingen die Speicherung dieser Schnipsel wird erst dann permanent, wenn Sensoren einen Unfall detektieren oder Anzeichen für einen Unfall, also abruptes Bremsen, große Seitenfliehkräfte, irgendwas dergleichen, könnte dazu führen, dass diese Speicherung, die eigentlich nur 30 Sekunden immer erfolgt, bis sie überschrieben wird, halt permanent wird. Kann man natürlich sich die Frage stellen, was ändert denn das eigentlich an der Tatsache, dass es natürlich keine Einwilligung gibt von den Leuten? Und da, deshalb haben wir jetzt nicht aufgenommen von Herrn Hören, da ist das Argument zu sagen, naja, es ist ja schon im Prinzip ein berechtigtes Interesse, dass man ein bestimmtes Unfallgeschehen im Straßenverkehr im Nachhinein quasi rekonstruieren kann, dass man die Schuldfrage klären kann. Aber um das zu können, muss man eben nicht stundenlang die Straße filmen und das alles speichern, sondern da reicht eben tatsächlich das unmittelbare Vorgeschehen vor einem Unfall. Deswegen diese zum Beispiel 30-Sekunden-Grenze. Die steht jetzt nirgendwo im Gesetz, aber das könnte eine Abwägung sein, die überzeugend ist zwischen einerseits dem Datenschutz, also den Persönlichkeitsrechten der Gefilmten und auf der anderen Seite dem Interesse in einem Verfahren tatsächlich seine Situation darlegen zu können. Stefan Brink hat aber am Anfang ja auch gesagt, er hat zweierlei entschieden. Mhm. Ne? Einmal generell verboten, bis auf so ein paar kleine möglicherweise Ausnahmen. Aber er hat eben auch entschieden, der BGH, dass obwohl diese Aufnahmen eigentlich generell rechtswidrig sind, sie sehr wohl als Beweis vor Gericht verwendet werden können. Genau, und das klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich merkwürdig. Wie Philipp schon gesagt hat, diese konkrete Aufnahme war auf jeden Fall illegal, ne? Weil das keine Loop war, sondern eine Daueraufnahme. Aber das heißt eben nicht zwingend, dass man das nicht verwenden darf. Und das liegt daran, dass in Deutschland es eben keine strikte Regel gibt, wonach alles im, quasi vor Gericht gesperrt wäre, was illegal zustande gekommen ist. Ne? Das kennt man ja so aus amerikanischen Filmen. Sobald da die Polizei irgendwas macht, was dem Gesetz nicht entspricht, sind alle Beweise kaputt. Das ist in Deutschland völlig anders. In Deutschland gibt es nur ganz, ganz, ganz wenige strenge Ausnahmen, wo bestimmte Beweismittel quasi strikt unverwertbar sind. Die allermeisten sind verwertbar. Und in solchen Konfliktsituationen wie hier, ja, eigentlich illegal zustande gekommenes Beweismittel, aber auf der anderen Seite Beweisnot vor Gericht, da sagt der BGH, muss abgewogen werden. Genau, und das Problem ist nur, also selbst wenn man also filmt und ein Unfall passiert und man geht da vor Gericht und freut sich und dass man diese schönen Beweisaufnahmen hat, droht trotzdem nicht nur vielleicht ein Bußgeld, würde ich sagen, sondern gerade wenn man vor Gericht geht, droht ein Bußgeld. Weil normalerweise fährt man halt mit diesen Kameras rum und wenn man erwischt wird von der Polizei oder von Datenschützern, dann droht ein Bußgeld von mehreren, also bis zu 1.000 Euro, haben die gesagt. Aber Hören, der Medienrechtler aus Münster meint, gerade wenn man damit dann auch vor Gericht geht und glaubt, ein schönes Beweismittel zu haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Bußgeld bekommt, gerade extrem hoch. Ja, ja, klar, wird automatisch fällig. Es ist ein Amtsverfahren. In dem Moment, wo ein Strafrichter sagt, da ist eine Dashcam eingesetzt, müsste eigentlich Ronellen, Fitch und andere sofort sagen, ja, was habe ich gelesen, ein Urteil, bam, Bußgeld. Bam, bam, zack, bumm. Also Ronellen und andere sind halt Landesdatenschutzbeauftragte. Genau, Ronellen, ne? Ist in Mainz, glaube ich. Genau, ja. Ja, Hessen, glaube ich, genau. Und genau, also, ne, also du hast irgendwie dein schönes Video, bist vor Gericht, glaubst dich, alles läuft super und dann kommt der Landesdatenschutzbeauftragte und sagt, ja, es läuft ja gut bei dir, aber hier, ich hätte gern ein bisschen Geld. Also, um das so ein bisschen auseinander zu tüddeln, also einerseits illegale ist Aufnahme, ist hier zu grob geschnitzt. BGH sagt aber, darf trotzdem verwendet werden und jetzt sagt Professor Hören, zack, bumm, ja, kaum Bußgeld. Vor Gericht erwähnt, diese Aufnahme, schon bist du fällig. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, so auch aus der gerichtlichen Praxis, ich glaube, ganz so einfach ist das nicht, denn das möchte ich mal sehen, dass ein Strafrichter sofort oder auch ein Zivilrichter, wenn es um einen Haftungsfall geht, ja, dann direkt mal die Akte hinterher zur Bußgeldstelle schickt, um diesen Verstoß irgendwie dann ahnden zu lassen, halte ich für ehrlich gesagt, eine eher theoretische Frage. Ja, aber er hat ja jetzt nicht gesagt Bußgeldstelle, sondern er hat gesagt die Landesdatenschutzbeauftragten. Ja. Und ich meine, ich war ja auf dieser Datenschutzkonferenz und diese Landesdatenschutzbeauftragten
sag mal, die waren schon, sagen wir mal, nicht gerade enthusiasmiert von diesem Urteil. Und die waren schon hot. Also ganz also, ehrlich, wenn die, hot. Ja, die hot. Waren hot. Also die hatten da keinen Bock drauf, auf diese Dashcams, weil die das für generell illegal halten. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, weißt du, ist ja aber so, Philipp, dass das... Aber das ist doch eine praktische Frage. Ja, aber ganz kurz, es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Verfahren von den Amtsgerichten mit diesen Dashcams irgendwie, dass das in die Tausende geht, sondern das sind ein paar Verfahren. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Landesdatenschutzbeauftragten da dann irgendwie mal wie ein Stichwort in ihren Feedreader eingeben, der ihnen da irgendwie Pressemitteilungen mit Dashcam mal rausfiltern und sie dann gleich schön noch was hinterher schicken. Also das halte ich für ein völlig theoretisches Problem. Da muss man sagen, ich finde Herrn Hörn eigentlich sehr, sehr interessant. Ich mag den sehr, der ist wirklich ein praktischer, schlauer Mann. Aber in diesem Fall, glaube ich, sitzt er so ein bisschen im Elfenbeinturm. Ganz ehrlich, wie oft wird die Presse noch über solche Verfahren berichten? Das ist jetzt gerade irgendwie heiß, hot, ja, ganz hot. Aber das wird doch in wenigen Wochen wirklich keinen Hund mehr hinterm Ofen hervorlocken, ob da jetzt vor Gericht eine Dashcam eingesetzt wird. Das ist im halben Jahr Standard. Da hast du das in jedem Verfahren oder in jedem zweiten Verfahren, jedenfalls wenn ein Taxifahrer involviert ist, wird da so eine Dashcam Ja, umso mehr auftauchen. Werden die Landesdatenschutzbeauftragten sagen, das geht nicht. Ja, die werden zwar schreien, die werden es aber einfach nicht mitkriegen. Das war ja mein Punkt. Die werden das nicht mitkriegen? Ich meine, da tut sich natürlich ein völlig neues Tätigkeitsfeld für Referendare auf und für Referendarinnen. Aber das kann man doch... Gehen Sie mal zum Amtsgericht, heute 10 Bußgeldsachen auf dem Zettel, schauen Sie mal, ob da... Aber gibt es da nicht irgendwie, wird das nicht irgendwie, diese Verfahren werden doch veröffentlicht mit Stichwort? Nein, und null? Ab 0,0. Diese ganzen Zivilverfahren, da steht dann Müller gegen Schulze. Fertig. Oder Müller gegen Allianzversicherung. Und darf man sich nur nicht Dashcam nennen wahrscheinlich. Also, ne? Genau, da schreibt kein Mensch wegen Dashcam. Nee. Auch bei Strafverfahren nicht, nein. Also deswegen sage ich ja, also so sehr ich einen Hörn schätze, da liegt da glaube ich einfach aus praktischen Gründen völlig daneben. Die Datenschutzbeauftragten werden das im Zweifel nicht mitkriegen, es sei denn, der jeweils andere Verfahrensbeteiligte schreibt dann irgendwie serienmäßig Anzeigen gegen diejenigen Leute, die das eben doch einsetzen. Ich meine, die Lobbyisten für die Versicherungswirtschaft, die sagen ja jetzt schon, ja, die Autoversicherer, die werden wahrscheinlich dazu übergehen, vielleicht entsprechende Tarife zu schmieden, wenn du eine Dashcam an Bord hattest oder hast und vielleicht die Leute dazu auch aufrufen, Dashcams an Bord zu führen. Würdest du denn das machen? Würdest du sagen, obwohl generell illegal, aber wenn die Dashcam XY kann, dann machen wir das? Also ich bin persönlich ein Freund der Rechtsordnung, Philipp. Ja. Ich seh mich also nicht so richtig in der Situation, jetzt zu sagen, ich begehe einfach mal systematisch Bußgeldtatbestände. Finde ich jetzt irgendwie nicht so eine geile Idee. Ja, nee, aber wenn es eine Dashcam gibt, dann kannst du ja kaufen für 80 bis 140 Euro. Ja. Gibt es Dashcams, die speichern, das ist das Problem, in der Default-Einstellung das Video so lange, bis die Karte voll ist. Also genau das, was nicht sein darf. Nicht das, was nicht sein darf, sondern das sind halt Stunden von Videoaufnahmen. Und du kannst sie aber so konfigurieren, dass du sagst, eine Minute und dann überschreibst du wieder. Minute, dann überschreibst du wieder, bis hart gebremst wird oder irgendwie ein Aufprall verzeichnet wird, obwohl das ja ist wahrscheinlich synonym in dem Fall. Und dann wird es halt gespeichert. Hm. So. Könnte ja eine Dashcam sein, wo man sagt, ja, vielleicht passt das ja. Also das würde ja jedenfalls dieser Güterabwägung schon eher entsprechen. Das ging ja so ein bisschen in die Richtung dessen, was Herr Hören vorgeschlagen hat. Also das will ich jetzt nicht ausschließen, ja, wenn das denn tatsächlich funktioniert, wobei ich ja eh praktisch nie Auto fahre. Ne? Da stellt sich bei mir eher die Frage der Handlebar. Du darfst nicht von dir auf andere und so. Ne? Das okay. Big Picture. Also du hast mich gefragt. Nein, aber ich verstehe schon den Punkt. Und wenn natürlich Versicherungen da systematisch Tarife anbieten, aber ich gehe auch mal davon aus, dass die Versicherungswirtschaft das nur dann tut, wenn es tatsächlich einen legalen Weg gibt, eben zum Beispiel mit diesen Dashcams, von denen du gerade sprachst. Ne, die da. War ja nicht klar, ob die legal sind, das ist ja nur angedeutet. Wir haben die schriftliche Urteilsverkündung, glaube ich, noch nicht. Wir kennen nur die Pressemitteilung. Wird auch vom BGH im Zweifel nicht kommen, der ja nur den konkreten Fall entscheiden muss und quasi nicht andere theoretische Fälle, die dann möglicherweise legal werden. Also da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein, sagt, also diese Dashcam-Nummer, das ist allenfalls der Anfang. Da werden noch viele Gerichte wahrscheinlich drüber urteilen werden, weil es einige Sachen eben nicht klar sind, welche Dashcams eventuell doch in Frage kommen. Mhm. Aber sie sieht eben diese ganze Dashcam-Diskussion nur als Anfang und fordert eine gesetzliche Klarstellung, eine gesetzliche Regulierung. Und zwar, weil Dashcams eben erst der Anfang sind. Es wäre ein Weg, wenn die Kamera... Also Marit Hansen hat eine tiefe Stimme. Aber nicht so tief. Denn im Augenblick haben wir auch die Situation, ein autonomes Fahrzeug, der Hersteller, der will oder muss beweisen, dass im Unfallgeschehen nicht der Wagen schuld ist daran, sondern ein anderer.
oder möglicherweise sogar der eigene Fahrer. Und das bedeutet, wir werden Systeme haben, die demnächst quasi die Autos in den Zeugenstand treten mit Aufzeichnungen, wo rauskommt, der Fahrer hat einen Fehler gemacht, nicht der Hersteller. Der Uber im Zeugenstand, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Oder der Tesla. Nein, aber ich denke mal, der Punkt, auf den Marit Hansen hinweist, ist natürlich absolut richtig. Es wird einfach immer mehr Autos geben, wo es gar keine Dashcam mehr braucht, weil das Auto im Grunde so viele Kameras eingebaut hat, dass es im Grunde das gesamte Geschehen rings um das Fahrzeug dauerhaft dokumentieren könnte zumindest. Und insofern werden, denke ich mal, auch diese Beweismittel vor Gericht immer breiteren Raum einnehmen. Und dann sagt sie, finde ich völlig zu Recht, wenn das denn so ist, ja, technisch, dann gibt es auch ein gesellschaftliches Interesse daran, dass Rechtsklarheit herrscht. Ne? Also, ob auch wer Zugriff kriegt auf diese Daten, ob da jeder drauf kann oder ob da nur Blackbox-mäßig irgendwelche Ermittlungsbehörden drauf zugreifen können. Oder? Ja, da gibt es ja zum Beispiel ein spannendes Parallelproblem oder sagen wir mal ein ganz verwandtes Problem zu der Frage Verwertbarkeit, wenn der Betreiber, die Betreiberin der Dashcam das will. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der sogenannten Selbstbelastungsfreiheit? Ne? Was also schon die alten Römer kannten, ne? Nemo tenetur se ipsum accusare, niemand muss vor Gericht quasi gegen sich selber aussagen. Ja, das gibt es auch heute noch unter dem Grundgesetz, ja? Die sogenannte Selbstbelastungsfreiheit. Wie ist das eigentlich, wenn ich da so eine Dashcam betreibe oder wenn mein Auto alles Mögliche speichert, muss ich eigentlich dazu beitragen, zum Beispiel, dass gegen mich ein Bußgeld oder gar ein Strafverfahren geführt werden kann? Muss ich eigentlich die Daten aus meiner Dashcam rausrücken oder kann ich die auch quasi mir daheim erstmal anschauen in Ruhe und dann, wenn ich dann so sehe, das war vielleicht doch ein etwas sportlicher Abbremsvorgang und bei diesem Aufprallunfall, aus dem Auffahrunfall und dann einfach dieses Video löschen oder nicht rausrücken? Wenn dein Smartphone immer in dieser Dashcam auch schwierig, ne? So wie bei diesem Uber-Fahrer, ne? der offensichtlich irgendwie auf seine Knie schaute die ganze Zeit fasziniert. Also da kann man sich dann schon fragen, ist das eigentlich so, sind diese Daten verwendbar, auch gegen den Betreiber des Systems? Schwierige Frage. Insofern, da denke ich, wäre es sinnvoll, dass der Gesetzgeber sich zu einer klaren Regelung entschließt, also zum Beispiel, wie lange sind diese Loops zulässig, wie steht es um den Zugriff auf die Daten und zum Beispiel, muss es denn wirklich so sein, dass man da irgendwie so einen Aufprallsensor braucht oder kann man nicht einfach sagen, man kann zum Beispiel auch auf so eine Art Speichertaste drücken. So soll das jetzt zum Beispiel bei diesen Bodycams von Polizeibeamten sein, da können die das ist ja im Prinzip ein ähnliches Verfahren, die nehmen ja auch kontinuierlich auf, überschreiben die Daten aber relativ bald wieder und die können aber auf quasi Speichern drücken und dann werden die Daten eben nicht mehr gelöscht, letzten 2 Minuten bleiben dann eben erhalten und das könnte ja auch eine Lösung sein, was die Dashcams wiederum technisch einfacher machen würde. Die FDP und die AfD traut vereint, die kochen. Ja. Skandal im BAMF. Es brodelt. Der Bremer BAMF-Sumpf brodelt, ja, und FDP. Schon seit längerer Zeit. Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt mal aufgreifen, weil das ist ja kein ganz neues Phänomen, beziehungsweise kein ganz neues Skandälchen, was sich da in Bremen zuträgt und wir wollten da mal ein bisschen Luft rauslassen. Genau, also jedenfalls, um das erstmal quasi von hinten aufzuzäumen, es gibt zurzeit diese Diskussion um einen neuen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag und der soll möglicherweise aufklären, vermeintlich unhaltbare Zustände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, insbesondere in dessen Bremer Außenstelle. Diesen Untersuchungsausschuss fordern zurzeit die AfD und die FDP und im Grunde geht es dabei um 2 Probleme, die möglicherweise miteinander zu tun haben, möglicherweise auch nicht. Das eine Problem sind, dass sehr viele angeblich zu positive Bescheide rausgegangen 1200, sind. 1200 Bescheide soll es geben aus dieser Bremer BAMF-Außenstelle, wo Menschen einen bestimmten günstigen Status zuerkannt bekommen haben. Welchen konnte ich so der Presse noch nicht entnehmen? Vermutlich Flüchtlingsstatus, wissen wir aber nicht genau, aber jedenfalls irgendwann eine günstige Entscheidung bekommen haben, die sie eigentlich nicht hätten bekommen dürfen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass zugleich gegen die ehemalige Leiterin dieser Bremer Außenstelle auch Korruptionsvorwürfe erhoben werden. Insbesondere Spiegel und Fokus haben da erste Verdachtsmomente. Aber wenn man das dann mal so recherchiert, das haben wir natürlich getan vor der Sendung, dann sind diese Vorwürfe bislang vergleichsweise unkonkret. Worum geht es denn? Es geht darum, dass der ehemaligen Leiterin dieser Bremer BAMF-Außenstelle vorgeworfen wird, sie hätte in ganz vielen Verfahren in ihrer Behörde Fälle vorgezogen, also beschleunigt bearbeitet und eben möglicherweise auch zu positiv bearbeitet, die von einem ganz bestimmten Anwalt aus Hildesheim stammen. Das muss wohl ein Anwalt sein, der sich auf Flüchtlingsrecht spezialisiert hat, Migrationsrecht, und dessen Fälle sollen schneller und eventuell auch günstiger bearbeitet worden sein. Warum stinkt das nach Korruption? Das ist genau das Problem.
Problem. Es soll angeblich nach Korruption stinken, jedenfalls ermittelt die Staatsanwaltschaft, aber wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, findet man überhaupt keine Gegenleistung. Also normalerweise stellt man sich ja vor, bei Korruption fließt Geld. Ja, du nimmst mal eine Felle nach vorne, machst und dafür gibt es Tausender im Monat oder so, ja, irgendwie sowas. Aber ist sie nicht essen gegangen oder gab es da nicht sowas? Also jedenfalls habe ich das jetzt bei der Recherche nicht gefunden. Okay. Konkrete Vorwürfe. Ich habe das jedenfalls nicht gefunden und interessant finde ich auch. Also nicht klar, ob sie irgendeine Leistung bekommen hat, die ihr nicht zusteht. Und das zweite Problem ist, die Staatsanwaltschaft sagt selber, es könnte auch sein, dass die Dame nur aus Mitleid gehandelt hat, weil es sich nämlich interessanterweise bei diesen bevorzugten Menschen wohl um Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden handelt. Also möglicherweise ist es auch so, dass die Dame einfach nur quasi, vielleicht hat sie Fehler gemacht oder jedenfalls Jesiden bevorzugt in ihrer Amtsführung in der Behörde. Mit anderen Worten, dieser Korruptionsvorwurf, den hat der Fokus insbesondere ganz hoch gejazzt, aber wenn man mal so ein bisschen genauer hinguckt, ist der extrem vage bisher. Und weil da muss man ja trennen, ne? Also das eine ist ja das Interessante, ist die Korruption. Das ist schlecht und wenn sich das rausstellt soll und die Frau wirklich korrupt war oder ist. Das geht gar nicht. Völlig klar. Die andere Sache, die ja aber auch sein könnte, ja, ist, dass sie gar nicht korrupt ist, sondern, sagen wir mal, in dubio pro reo vielleicht eher entschieden hat. Eher gesagt hat, ja, schwierige Fälle, vielleicht haben die sich alle als falsch rausgestellt, ja, aber falsch ist ja noch was anderes als gekauft. Ganz genau, das sehe ich nämlich auch so. Also außerdem muss man sich, genau wie du sagst, Philipp, ja auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich eine falsche Entscheidung? Also man kann natürlich im Nachhinein da hinschauen, wenn bestimmte Fristen überschritten worden sind. Es gibt natürlich Fälle, wo einfach eindeutig eine Entscheidung nicht hätte ergehen dürfen. Aber viele, viele Situationen sind einfach auch wahnsinnig schwer zu Ermessensentscheidung auch. Ja, also Ermessensentscheidung gibt es sowieso noch. Da hat man aber ja relativ viele Spielräume. Aber häufig ist es einfach auch so, dass Entscheidungen deswegen so schwer fallen, das kenne ich ja selber noch aus meiner Zeit in Moabit, weil man einfach gar nicht so genau weiß, was passiert ist. Also quasi beim Landgericht. Genau. Ich war ja viele Jahre Richter in Moabit und es gibt einfach ganz viele Situationen, wo sich der Sachverhalt nicht aufklären lässt, wo man einfach gar nicht weiß, was einfach passiert ist. Und dann ist man. Und es gibt auch keine Aussicht, dass du da mehr Fakten ranholst. Genau. Irgendwann hast du halt einfach alle Zeugen gehört, alle Dokumente gelesen und dann ist einfach klar, wir wissen jetzt nicht so richtig, was passiert ist. Und dann muss man trotzdem eine Entscheidung treffen. Das ist ehrlich gesagt eine der schwersten Herausforderungen, finde ich, des Richterberufs. Eine Entscheidung auf total unklarer Faktengrundlage, womit der man sich dann häufig nicht so wahnsinnig wohlfühlt. Und so ähnlich ist es natürlich auch in einer solchen Behörde, die eben über zum Beispiel Bleiberechte von geflüchteten Menschen entscheiden muss. Denn machen wir uns mal nichts vor. Ja? Also wenn die Entscheidung falsch ist, wenn jemand abgelehnt wird und vielleicht dann zurückgeschickt wird in sein Heimatland, dann kann das im schlimmsten Fall ja zur Folge haben, dass der umgebracht wird. Ne? Stellen wir uns vor, die Behörde entscheidet, der ist nicht verfolgt. In Wirklichkeit wartet aber zu Hause nur die lokale Gestapo auf den und holt ihn ab. Das wäre jetzt natürlich ein Extremfall, aber sowas kann man sich ja durchaus vorstellen. Deswegen die Entscheidung, die so eine solche Behörde zu treffen hat, ist eine extrem gravierende Entscheidung und da muss man ganz ehrlich sagen, es kann ja sogar verständlich und sogar richtig sein, da im Zweifel bei unklarer Faktengrundlage eher ein bisschen großzügig zu sein. Also insofern finde ich diesen Fall schwierig zu entscheiden. Diese Korruptionsvorwürfe sind schlimm, müssen aufgeklärt werden, aber wenn da einfach nur falsche Entscheidungen getroffen worden sind, die im Nachhinein bei genauer Prüfung nicht optimal sind, bin ich mir nicht so sicher, ob das als solches ein Skandal ist. Ne? Die Frage ist, was sind jetzt die Konsequenzen? Ne? Also Seehofer ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, auch nicht ins Fadenkreuz gerückt, aber es ist nur mal. Wie kommt der eigentlich ins Spiel? Müssen wir kurz dazu erklären. Ne? Also es ist erstmal seine Behörde. Ne? Also er ist Innenminister und das BAMF untersteht dem Innenministerium. Bingo. Und jetzt ist er natürlich erst seit kurzem Innenminister und das, was da passiert sein soll, liegt schon ein bisschen zurück. Deswegen kann er direkt keine Verantwortung übernehmen. Aber es gibt so Berichte, wonach auch eine, sagen wir mal, die Nachfolgerin der Leitung in der Bremer Außenstelle dann doch die Probleme gesehen hat und auch ordentlich auf die Hupe gedrückt hat und durchaus versucht hat, auch wohl das Innenministerium darüber zu informieren. Ja, wenn dem so gewesen sein sollte, stellt sich natürlich die Frage, was ist denn damit passiert im Innenministerium? Haben die vielleicht nicht zugehört oder wollten die es nicht wissen? Also oder haben sie es gehört oder nichts getan? Ja. So, ne? Das ist immer so die eine politische Frage. Und die andere ist, das finde ich aber durchaus ganz sinnvoll, dass Seehofer den Bundesrechnungshof beauftragt hat. Das finde ich auch sinnvoll. Mal nachzugucken und mal zu gucken, was da passiert ist. Ja, ansonsten, keine Ahnung, FDP und AfD fordern einen Untersuchungsausschuss. Genau, so kamen wir ja auf dieses Thema und da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, also wenn man sich mal so anschaut, wofür es bislang so Untersuchungsausschüsse gab, Breitscheidplatz, NSU,
tödliches Behördenversagen. Ja. NSU, tödliches Behördenversagen. Kundus, ja? Beschuss auf 100 Tote irgendwie. Menschen verbrennen um so einen Tanklaster irgendwie, so, ne? Weil die Bundeswehr den in die Luft sprengt. Genau, nicht die Bundeswehr, aber die hat irgendwie... Hat es koordiniert. Geschossen haben die Amerikaner. Genau, geschossen haben die Amerikaner, aber der deutsche Soldat hat gesagt, macht mal. Und NSA gab es. Also das sind so ein paar Untersuchungsausschüsse aus den letzten Legislaturperioden und das ist einfach ein völlig anderes Kaliber. Völlig andere Liga, oder? Also ja. Und die werden es auch nicht durchkriegen, glaube ich. Also die brauchen ja ein Viertel des Bundestags, um so einen Untersuchungsausschuss einzurichten. AfD und FDP haben die nicht. Die Linken und Grünen haben gesagt, machen wir nicht, wollen wir nicht Untersuchungsausschuss. Die Linken haben gesagt, nee, wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube nicht, dass das was wird. Also ich denke auch, momentan sieht es nicht so aus, als wenn es was würde. Ich finde aber trotzdem die Frage schon spannend, was sagt uns das denn eigentlich über die FDP? Ja? Also bei der AfD wissen wir, was wir von der zu halten haben. Aber was sagt uns das über die FDP, dass sie mit einem Thema Stimmung machen will? So ein Untersuchungsausschuss ist ja vor allem mal ein politisches Agitationsinstrument. Ne? Natürlich geht es auf den ersten Blick darum, einen bestimmten Sachverhalt aufzuklären, aber den nutzten natürlich gerade Oppositionsparteien im Bundestag dazu, ein Thema über Monate und Jahre in der Presse zu halten und immer wieder drüber zu reden. Ja, aber nicht nur FDP oder AfD, sondern das machen alle. Ja, natürlich machen das alle so, aber jetzt konkret geht es ja darum, die FDP betreibt diesen Untersuchungsausschuss. Was sagt uns das über die FDP, dass sie in trauter Einigkeit mit der AfD einen Untersuchungsausschuss einsetzen will, der zentral der Frage nachgeht, sind 1200 Menschen zu Unrecht in Deutschland zugelassen worden als Flüchtlinge? Vielleicht halten Sie das für ein skandalierbares Thema, dass irgendwie Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das große Sorgen, dass die AfD sich für so ein Thema hergibt. Wie gesagt, die FDP. Die AfD. Also die AfD auch Sorgen, aber das ist die FDP jetzt übernimmt, ist das, was ich damit sagen wollte. Denn mal ganz ehrlich, ich werde den Eindruck nicht los, dass man sich da so ein bisschen auf den braunen Zug draufsetzt. Ne? Dass man einfach sagt, okay, das ist so ein Thema, mit dem kann man agitieren. Und mal ganz ehrlich, 1200 positive Entscheidungen. Ich habe heute mal, oder gestern war es, glaube ich, über das Thema auch mal getwittert. Es gibt natürlich reihenweise falsche Verwaltungsentscheidungen. Was glaubt man, wie viele Baugenehmigungen erteilt werden oder die eigentlich nicht erteilt werden dürften? Was aber irgendwie kein Kratz. Ich bin mir sicher, dass jedes Jahr in Deutschland mindestens 1200 formal rechtswidrige Baugenehmigungen erteilt werden. Es geht ja häufig inzwischen so, dass man nur ein Bauvorhaben anmeldet. Wenn die Behörde binnen 4 Wochen nichts sagt, gilt das als... Ja, aber na gut, man weiß es halt nicht. Darüber redet keiner. Ja gut, aber darüber redet keiner. Aber wenn du das auf dem Tisch hättest, dann wäre das vielleicht auch eine andere Sache. Aber hier, weißt du, das ist immer so dieses Ding. Kannst du dir eine Untersuchung vorstellen, wegen 1200 falscher Bauanträge? Falsch entschiedener Bauanträge? Also ich wäre dafür. Okay, dann ist das Thema vermutlich tot. Mir hat es jedenfalls zu denken gegeben, dass die FDP ernsthaft glaubt, dass das ein Thema ist, mit dem man in Deutschland sich ein Jahr lang im Bundestag an zentraler Stelle mit Dutzenden oder Hunderten von Sitzungen beschäftigen sollte. Fand ich eine interessante Frage und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man da eben doch versucht, im rechten Sumpf zu fischen und würde mir sehr wünschen, dass man vielleicht einfach nochmal tief drüber nachdenkt, wie schlimm ist es wirklich, wenn 1200 Menschen zu viel in Deutschland bleiben dürfen. Und dieses wie schlimm ist es wirklich? Wenn es denn so war. Wenn es denn so war. Ne? Falsch war. Das war es ja auch der Himmel. Aber dieses wie schlimm ist wirklich, kann man, glaube ich, auch über unser nächstes Thema schreiben. Apropos Korruption. Siemens und Alstom, zwei Konkurrenten so im Zugverkehr, die wollen sich zusammentun, um gegen China anzukämpfen und da wieder Konkurrenz standzuhalten. Alstom, das sind die mit den TGVs, ne? Genau. Das ist also und Siemens sind die ICEs. Genau, das heißt, die einen bauen den ICE, die anderen bauen den TGV und wenn man ehrlich ist, der TGV ist eigentlich viel besser. Ist ein bisschen geiler, ist, ne? Ist schon geiler, ja. Vor allem fliegt hier das WLAN, ja? Auch bei 300 Stundenkilometern habe ich erst vor kurzem wieder getestet, ist mir persönlich nicht egal und insofern Alstom hat ganz klar die Nase vorn. Okay. Aber, so, dann gründen sie halt ein neues Unternehmen und das ist dann natürlich auch ein Aufsichtsrat und in diesen Aufsichtsrat soll wahrscheinlich gewählt werden Außenminister, Ex-Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel von der SPD. Sieh an. Und da kann einem natürlich auf der einen Seite erstmal der Kamm schwellen. Ja? Stichwort Genosse der Bosse. So, wie kann das sein, dass jemand, ja, der noch vor kurzem wirklich Vizekanzler war und Hinz und Kunz kennt und auch über viele Belange entschieden hat, die diese beiden Firmen betreffen und vor allem als ehemaliger Wirtschaftsminister, wie kann das sein, dass er da in den Aufsichtsrat wandert? Und zwar nicht mal ein Jahr,
nachdem er aus der Regierung ausgeschieden ist. Und war er denn an dieser Fusionsgeschichte beteiligt als Minister? Das weiß ich nicht. Weißt du das? Das weiß ich nämlich auch nicht. Das wäre die spannende Frage. Ich meine, grundsätzlich mal, und obliegt ja die Fusionskontrolle in letzter Instanz dem Wirtschaftsminister, weil der ja diese berühmten Ausnahmegenehmigungen erteilt. Genau. Was er ja auch getan hat in dem Fall der Supermarktkette. Tengelmann, glaube ich. Tengelmann, genau. Aber da ist er jetzt nicht im Aufsichtsrat, sondern er ist ja so. Der Punkt ist noch nicht. Also er freut sich, ne? Das muss man sagen. Ne? Er freut sich, fühlt sich geehrt und so. Pipapo. Und ganz viele haben gesagt: Wie kann das sein? Der ist doch gerade 3 Monate aus der Regierung raus. Ja. Jetzt schätze ich aber raus: Dieses Unternehmen wird erst gegründet. Wahrscheinlich nimmt es so Anfang 2019, Ende dieses Jahres 2019 seinen Betrieb auf. Und Gabriel würde irgendwie Anfang 2019, Frühjahr 2019, März, irgendwie April dann in den Aufsichtsrat gehen. Das heißt also ein Jahr, nicht 3 Monate, sondern ein Jahr. Nachdem er aus der Bundesregierung ist. Also er hält schon so eine Art Karenzzeit. Er hält seine Karenzzeit und er sagt auch, er hätte dieses Karenzzeitgremium des Bundestages rechtzeitig informiert. Mhm. Ja, also weil das Problem ist natürlich, das generelle Problem, deswegen nehmen wir das hier mal dran, ist, dass es da diesen Drehtüreffekt gibt. Ja, es gibt Leute, die sitzen in der Regierung, gibt es viele Beispiele. Ja, Herr von Kleden war einer, der war im Kanzleramt und hat irgendwie auch unter anderem die Autoindustrie und Daimler betreut und ist dann zu Daimler gewandert. Ja, Pofalla war auch, glaube ich, wo war er? War auch im Kanzleramt. Glaube ich, ne, und ist dann zur Bahn gegangen. So, warum wandern die in diese Unternehmen? Weil diese Unternehmen natürlich enormes Interesse an diesen Kontakten dieser Leute haben. Ja, die kennen natürlich Hinz und Kunz, haben Telefonnummern ungefähr von jedem auf der Welt und können die halt anrufen, sind per Du und so und das läuft alles ganz fluffig und die kriegen dann so Posten, die dann irgendwie heißt Regierungsbeziehungen oder irgendwie sowas, ne, wo es um nichts anderes geht als du, wir hätten hier gerne das neue Gesetz, können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen. Deswegen werden diese Leute eingekauft. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, wenn die das schon vorher wissen. Ja, wie, ich glaube, bei Kleen, ja, dann wird's bei Kleen war es nämlich der Fall. Der wusste schon, ja, oder das fällt ja nicht, also da kommt ja nicht am Montag ein Anruf und sagt, du willst du morgen anfangen, sondern das wird ja angebahnt. So, und wenn die dann im Kanzleramt aber arbeiten und schon wissen, dass sie irgendwann in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Monaten oder nächstes Jahr für Unternehmen XY arbeiten, dann stellt sich natürlich die Frage, können die noch unabhängig entscheiden? In wessen Interesse entscheiden die eigentlich? Ich würde viel weitergehen. Allein die Tatsache, dass man die berechtigte Aussicht hat, nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik extrem lukrative Aufsichtsratsmandate zu bekommen, beeinträchtigt doch schon die Amtsführung. Wenn ich weiß, ja, also jedenfalls, das war eigentlich meins, aber wir sind ja hier. Wir sind Brüder, oder? Genau. Das war jetzt die Wasserflasche. Wir müssen das ja immer für die Menschen an den Empfangsgeräten zu sagen, Philipp hat gerade mein Wasser geklaut, immer, toll. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie führe ich denn zum Beispiel so die Diskussionen in so einem Ministerium über die Frage einer Fusion, wenn ich weiß, es besteht die grundsätzliche Möglichkeit, dass ich nach meiner Zeit im Wirtschaftsministerium für, sagen wir mal, 50.000 Euro im Jahr oder auch 500.000 Euro im Jahr Aufsichtsratsmitglied bei Supermarktkette X oder Zughersteller Y. Ja, aber das betrifft ja dann alle großen Unternehmen. Ja, das ist doch genau das Problem. Wie kann man denn diese Anreizstruktur durchbrechen? Also das Karenzzeitgremium versucht das ja so ein bisschen zu lösen über eine bestimmte Wartezeit. Genau. Also er muss da sagen, also wenn er denn, die Hauptversammlung muss das noch entscheiden, muss nur zustimmen, aber wenn er denn im März 2019 in den Aufsichtsrat rückt, dann ist er ein Jahr aus der Regierung raus als Außenminister und Vizekanzler und gut 2 Jahre als Wirtschaftsminister. Ja. So. Und in der EU hat es mal so einen ähnlichen Fall gegeben, da haben sich auch alle drüber aufgeregt, da war Herr Bangemann, ich glaube, der war Kommissar für Wirtschaft. Ja, FDP, weil ich mich entsinne. Genau. Ja. Und der schied dann aus und hoppla hopp war er Chef von Telefonica, glaube ich. So, in relativ kurzer Zeit. Ein Unternehmen, das natürlich massiv betroffen ist von EU-Regulierung. Und wir erinnern uns dunkel, wie viele Jahre es gedauert hat, bis die Roaming-Gebühren abgeschafft wurden. Na, da kann man sich also vorstellen, und das weiß man ja auch, dass die Telefonunternehmen natürlich jahrzehntelang massiv lobbyiert haben, um eine Regulierung der Roaming-Gebühren zu verhindern. Genau. Ich weiß nicht, ob Martin Bangemann da seine Finger im Spiel hatte, aber allein der Anschein ist schon einigermaßen hässlich. Und zum Thema Verschwörungstheorien gibt es nachher auch noch einen Buchtipp von mir. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir können Sigmar Gabriel nicht unterstellen, dass er irgendwas im Wirtschaftsministerium gemacht hat im Hinblick auf diesen späteren Job bei Siemens-Alstom. Wir können auch Martin Bangemann nicht unterstellen, dass er tatsächlich irgendwas gemacht hat, damit die Roaming-Gebühren nicht abgeschafft werden. Das können wir nicht wissen. Nur, ich finde, diese Interessenkollisionen sind schon extrem gefährlich, einfach weil sie schon die Amtsführung beeinträchtigen können. Selbst ohne jede Zusage aus dem Industrieunternehmen kann man natürlich sagen, ich betreibe schon mal so eine Art proaktive Klimapflege. Ne? Ich mache einfach auch
als Sozialdemokrat, einfach mal eine total krass industriefreundliche Politik, Klammer auf, so eben Sigmar Gabriel, Klammer zu, weil das möglicherweise hinterher Menschen geben könnte, die dankbar sind. Und das verzerrt doch einfach die Wahrnehmung der Welt. Genau, oder? Und die Lösung, also die viele propagieren, ist halt so eine Karenzzeit. Die Frage ist, wie lang muss die sein? In der EU sind es jetzt, glaube ich, 18 Monate zwischen dem Anzeigen einer neuen Position und dem Wechsel. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Der Anzeigen einer neuen Position und dem, was heißt denn das eigentlich? Na, wahrscheinlich muss man das melden halt einfach. Bei irgendeiner Stelle der Kommission anzeigen, mitteilen, Briefchen schreiben. Okay, ich will das jetzt, oder wann musst du das denn anzeigen? Wenn es sicher ist, dass du es tust, wahrscheinlich? Ne? Ja, wahrscheinlich musst du die Absicht anzeigen, musst dann 18 Monate warten. Und so, wahrscheinlich begründet die, oder ab der Anzeige musst du halt noch 18 Monate warten, deswegen hast du ein Interesse, es so früh wie möglich anzuzeigen, damit du dann losgehen genau. kannst. Genau. Und die Frage ist ja, es gibt ja so Lobby-Control und solche Leute, die sagen, glaube ich, 3 Jahre oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie, also auf jeden Fall eine deutlich längere Karenzzeit, damit deine ganzen Kontakte mehr oder weniger Ihre Telefonnummer schon mal gerne. Na gut, ich meine, die Kontakte sind das eine. Wie gesagt, diese, wie soll ich sagen, nachgelagerte Beeinflussung, ne? Dass man halt schon sein Amt so führt, dass man hinterher beliebt ist in der Industrie. Das ist natürlich eine Gefahr, die man auch durch eine Karenzzeit nur bedingt bekämpfen kann. Aber klar, je länger dazwischen liegen muss, desto unwahrscheinlicher, dass man dir noch dankbar ist. Gleichzeitig soll natürlich den Leuten auch nicht die Rückkehr in die Wirtschaft verwehrt werden. Richtig. Das also die sollen jetzt ja auch nicht da ausscheiden und irgendwie... Na gut, ich meine, Sigmar Gabriel war vorher Lehrer mal irgendwann. Ne? Der ist, kommt jetzt nicht direkt aus dem Aufsichtsrat. Also ich finde, das kann man den Kindern jetzt auch nicht antun. Ne? Nein. Also dann lieber Aufsichtsrat. So viel zum Thema Gassenhauer hier und Schenkelklopfer. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, also der kommt ja gerade nicht aus der Industrie und der hat natürlich auch jenseits seiner Erfahrung aus der Politik da jetzt nicht irgendwie zwingende Voraussetzungen dafür erworben. Ne? Der war ja noch nie Manager. Ne? Das finde ich schon, also ich finde es einfach nur interessant. Der Grund ist ganz offensichtlich. Ich meine, warum diese, da machen die auch keinen Hehl draus, dass diese Leute eingekauft werden. Ja, Kontakte, das ist klar. Nicht, weil sie irgendwie so tolle Wirtschaftslenker sind, sondern weil sie Kontakte haben. So. Also wir plädieren auf jeden Fall für eine mindestens längere Karenzzeit. Kann man immer so festhalten. Das kann auf jeden, also ich finde diese 3 Jahre jedenfalls mal eine ganz gute Idee, einfach aus der Hoffnung heraus, dass man dann weniger sein Amt führt mit im Blick auf spätere Jobs in der Wirtschaft. Ganz verbieten kann man es natürlich nicht und das wäre sicherlich auch eine zu radikale Lösung, aber je mehr Karenzzeit, desto besser. Ich kann das ehrlich gesagt zu wenig einschätzen, wie lange es wirklich braucht, um diese Gefahr zu mindern. Ich kann es nicht einschätzen. Na, Philipp, aber du hattest ich gestern ein schräges Erlebnis. Ja, wo soll ich ein schräges Erlebnis? Also ich saß so da und dann ist mir kurz das Bier aus der Hand gefallen. Ich saß gestern mit meiner Nachbarin zusammen und wir haben so ein bisschen palabert. Und dann saßen wir so im Dunkeln und dann macht es so auf einmal so blum blum. Und dann leuchtete ihr Handy und dann kam so eine Notification und sie guckte da kurz drauf und sagte, oh, jetzt ist meine Webseite offline. Okay. Nicht so. Das ist ja erstmal keine gute Nachricht, würde man denken. Und sie so, ja, ist offline. Ich sag, wieso zwitscherst du denn so fröhlich, dass deine Website jetzt offen ist? Ich meine, die ist Unternehmerin, die hat so einen kleinen Laden im Internet, verkauft da Dinge, lebt davon. Und dann sagt sie, ja, ist jetzt offline. So, und sie war offensichtlich ganz erfreut. Ja, sie war ganz froh und war so ganz zufrieden. Ich so, was ist mit dir los? Ja, ich habe das abgeschaltet. Was? Ich komme mit dieser DSGVO nicht hinterher. Habe ich einen Laden dicht gemacht. Wie, sie hat ihren Job quasi aufgegeben, ihre Website? Ich habe sie nicht gefragt, ob sie das nochmal beabsichtigt, wieder online zu nehmen. Aber die saß da und so, ja, ich bin jetzt erstmal offline. Mir ist das zu hot. There you go. Wow. So viel zum womit Thema. Womit wir beim Thema wären. So viel zum Thema. Also, die europäische Wirtschaft wird erblühen durch die Datenschutzgrundverordnung. Also, das ist sicherlich, ich meine, die Frau ist, ne, ist halt Unternehmerin, ist jetzt kein Jurafrau, kein Tech-Nerd und so, hat sich aber sehr darum bemüht auch, aber hat. Also, würdest du schon ehrlich sagen, ist jetzt nicht irgendwie so eine reine Schnapsidee, sondern sie hat schon versucht, ihre Website erstmal konform zu machen. Absolut. Sie hat es absolut, aber sie hat es halt nicht hingekriegt und dann am Ende für sich beschlossen, ich nehme es jetzt erstmal offline. Also, ich würde trotzdem sagen, das ist schon eine krasse Überreaktion. Denn wir haben das in der letzten Folge ja schon mal. Das kann ich hier so sagen. Vielleicht hört es ja auch. Sag ihr das einmal. Nein, ganz ehrlich. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das haben wir ja auch in der letzten Folge zum Thema Datenschutzgrundverordnung schon mal angedeutet. Aber wir wollen das nicht einfach so erzählen. Wir haben weiter recherchiert. Recherche. Philipp hat also mit ein paar weiteren Experten gesprochen auf einer Datenschutztagung. Und wir haben uns da mal verschiedene Themen rausgegriffen aus diesen Gesprächen, die wir besonders spannend finden. Zum Beispiel die Frage, die auch viele von euch bewegt hat. Wie sieht es denn beispielsweise aus? Können User-Daten noch für Werbung benutzt werden? Genau, das war ja ein Thema, was ich letztes Mal schon, oder auch vorletztes Mal schon, das zieht sich so ein bisschen
bisschen durch und das war dann immer komischer und komischer und ich habe dann immer nochmal nachgefragt. Und das war jetzt halt so, also ich mache es ganz kurz. Im Kern steht ja in dieser DSGVO drin, dass du im Artikel 6, du brauchst wichtige Gründe, wenn du Daten speichern und verarbeiten willst. Ja. Zwei ganz wichtige sind, du brauchst entweder eine Einwilligung von dem oder der, dessen Daten du speichern willst, oder du behauptest von dir, du hast ein berechtigtes Interesse, diese Daten zu speichern. Und dieses berechtigte Interesse muss schwerer wiegen als das Interesse der Menschen von mir und dir an ihrer Privatsphäre. Diese Güterabwägung kannst du treffen. Wenn du die triffst und sagst, du hast ein berechtigtes Interesse, dann kannst du Daten speichern und verarbeiten, ohne dass wir alle einwilligen. Genau, müssen. Und da war jetzt ja ehrlich gesagt, und das müssen wir so offen sagen, ja, in der vergangenen Folge, unser beider Bauchgefühl, ja, unser beider Einschätzung, auch meine, Geld verdienen mit Werbung kann ja kein berechtigtes, genau, Interesse sein an der Verarbeitung dieser Nutzerdaten. Also um zum Beispiel den Leuten zielgerichtetere Werbung anzuzeigen. No way, haben wir gedacht. Aber genau, siehe da. Also ne, die These war so ein bisschen, ist das Tracking, über das wir uns ja alle seit 10, 15 Jahren alle aufregen und wie kann man es machen? Und scheint das jetzt tot zu sein, weil eine Einwilligung wird niemand geben. Berechtigtes Interesse zum Tracken gibt es offensichtlich nicht. Also ist Tracking tot. So, dachten das wir. War ja so ein bisschen unsere These. Und dann bin ich erstmal zum Herrn Fiedler gegangen, der ist sowas wie Lobbyist, Cheflobbyist beim Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger, also von Unternehmen, die mit Werbung ihre größten Umsätze machen und natürlich von diesem Tracking leben und das erhalten auch wollen. Auch von Online-Werbung. Auch von Online-Werbung. Nicht nur Zeitungswerbung. So, ne? Und der sagt natürlich so auch die Frage, kann man denn auch mit der DSGVO noch tracken? Und da es sogar eine ausdrückliche Erwähnung des Direktmarketings als berechtigtes Interesse gibt, sehen wir unter der Datenschutzgrundverordnung eigentlich noch recht gute Chancen, auch die personalisierte Werbung und die Profilbildung dafür zu ermöglichen, sofern sie denn mit fairen Bedingungen wie Information, Widerspruchsrecht, vielleicht Pseudonymisierung etc. verbunden ist. So, das verwundert nicht weiter. Ne, das verwundert nicht weiter, dass Sie sagen, nee, das passt schon, das kriegen wir hin. Was mich aber doch ein bisschen verwundert hat, ist, dass Stefan Brink, den haben wir vorhin schon mal gehört. Datenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. So, den habe ich das auch gefragt. Kann denn Geld verdienen und Tracking mit für Werbung ein berechtigtes Interesse sein, was dazu führt, dass weiterhin unsere Daten gespeichert und weitergegeben werden, ohne dass wir einwilligen? Und da sagt er, ja, selbstverständlich. Das berechtigte Interesse, von dem der Artikel 6 der Grundverordnung spricht, ist denkbar weit gefasst. Das ist jedes Interesse, das nicht von vornherein rechtswidrig oder illegal oder unfair ist. Und natürlich ist auch das wirtschaftliche Interesse, mit Daten zu arbeiten, grundsätzlich von einem berechtigten Interesse getragen. So, da habe ich erstmal geguckt. Zack, bumm. Zack, bumm. Und zack, bumm. Ich bin dann zu Zack, bumm gegangen, zu Herrn Hörn, und habe gesagt, hören Sie mal, Herr Hörn, kann das sein? Der Brink sagt, berechtigtes Interesse kann auch für Tracking genutzt werden. Und dann sagt er, ja, das geht. In der Datenschutzgrundverordnung steht eindeutig eine Präambel. Und daran steht, Werbung mit Daten ist ein berechtigtes Interesse. Und die Datenschutzgrundverordnung ist so aufgebaut, dieses Interesse ist erstmal absolut prioritär. So, aber er sagt, wenn Unternehmen entscheiden, wir haben ein berechtigtes Interesse, speichern die Daten, dann müssen sie uns aber informieren. Und zwar eindeutig sagen, ja, wir speichern das aus diesen und diesen Gründen. Und das wiederum führt dazu. So, und dann weiß der aber, der Kunde, was passiert und kann sagen, nee, jetzt mache ich Opt-out. Jetzt möchte ich nicht mehr. Dann hat er gewonnen. Dann ist auch automatisch Schluss mit Speichern. Schluss mit Speichern. Also, ich finde das wirklich sehr schön, wie er das formuliert, wenn man das einfach knackiger kaum sagen könnte. Ja, ne? Der hat auch eine super Rede gehalten. Ja. Die lief aber toll, darauf hinaus, Leute, legt euch alle wieder schlafen, mit der DSGVO wird sich gar nichts ändern, es ist alles Panikmache, hier ist nichts zu sehen, bitte weiter. Genau. So, das war seine Rede. Genau, aber ich meine ganz ehrlich, wir haben ja in der letzten Folge schon angedeutet, was da jetzt ganz konkret drinsteht in der Datenschutzgrundverordnung, das weiß der Himmel, wir müssen es abwarten, aber in diesem konkreten Fall scheint sich doch ein halbwegs präzises Bild abzuzeichnen, dass man muss natürlich Transparenzregeln einhalten, das sagt ja sogar der Hardcore-Werber, ne, vom Bundesverband der Zeitschriftenverleger, selbst der sagt ja, Transparenz, mit anderen Worten, aufklären muss man darüber, was man für Daten sammelt, was man mit diesen Daten tut, wie man die verarbeiten möchte und auch aufklären über ein Widerspruchsrecht. Das Opt-out muss man also als konkrete Möglichkeit seinen Kundinnen und Kunden anbieten. Und dann sind sich aber interessanterweise offenbar alle drei relativ einig. Dann gilt für Profilbildung, für Werbung Opt-out. Wobei man natürlich sagen muss,
In der Praxis war es bislang sehr häufig so, dass diese Profilbildung durch Dritte erfolgt ist. Das heißt also nicht der Zeitschriftenverleger selber hat das gemacht, ja, sondern der hat dann halt irgendwelche Bannerwerbung eingeblendet von irgendeinem Werbenetzwerk. Ich habe einen Freund, der in so einer Firma mal gearbeitet hat und der auch immer erst nach dem dritten Bier darüber reden konnte, weil er so ein schlechtes Gewissen hatte jetzt. Etwas polemisch überspitzt. Also normalerweise passiert das ja so, dass diese Profilbildung bei Drittunternehmen dann stattfindet. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Wenn du das also nicht selber machst, diese Profile bildest, sondern wenn das bei Dritten stattfindet, dann musst du natürlich auch darüber informieren und dann musst du natürlich auch sicherstellen, dass das Opt-out auch bei den Dritten noch funktioniert. Klar. Und die Dritten müssen informieren. Mit anderen Worten, das wird schon durch die Datenschutzgrundverordnung deutlich komplexer, aber jedenfalls ist es durchaus nicht das totale Ende der Profilbildung zum Zwecke einer personalisierten Werbung. Genau, also Hörn meinte noch, also was der Zeitschriftenverleger noch meinte, wo sie richtig Schiss haben, ist die E-Privacy. Verordnung. Die haben wir noch in der Pipeline. Die ist noch in der Pipeline und weil da müssten dann auch die Browser zum Beispiel Einwilligungen, müsst abfragen, ob bestimmte Daten weitergegeben werden und davor haben die Verleger richtig Schiss, aber Hörn sagt, er hat in seinem Institut eine Wette laufen, dass das Ding nie Verordnung wird. Wow. Also er hatte 5 €, das ist nicht viel, also da würde ich jetzt auch mit. Für einen Hochschullehrer würde ich sagen, ein vergleichsweise geringes so, Risiko. Das Risiko würde ich auch eingehen, aber ja. Das ist so ein bisschen das Stichwort, was man sich nochmal angucken kann, aber das ist wie gesagt, man ist so lange in der Pipeline und da wird so viel drüber gestritten, das ist so umstritten, er glaubt nicht, dass das kommt. Aber mit der DSGVO wird also Tracking, denke ich mal, vielleicht auch ein bisschen transparenter weiter möglich sein. Die Frage ist aber, zum Beispiel, was viele ja auch umtreibt, was mit den alten Daten? Ja, wir haben jetzt alle hier schon in viel eingewilligt und so und die ganzen Vereine, die laufen Sturm und rennen den Landesdatenschutzbehörden die Bude ein und sagen, wir haben doch hier ein Mitgliederverzeichnis von 3000 Leuten, die haben wir doch alle irgendwann mal um Einwilligung gebeten, damit wir ihre Bankverbindung speichern dürfen, damit wir die Mitgliederbeiträge abbuchen dürfen. Mhm. Müssen wir die jetzt alle nochmal fragen und wenn wir die nochmal fragen, dann werden wieder 10% Querulanten sagen, nö, dürft ihr nicht und denen müssen wir dann sagen, ja, dann überweist eure Mitgliedsbeiträge aber bitte selber und dann müssen wir eine parallele Buchhaltung haben, dann gehen wir pleite. Dann war es das mit unserem Verein. Da müssen wir noch mal ganz kurz versuchen, den rechtlichen Punkt so ein bisschen präzise zu formulieren. Eingewilligt haben die ja alle in die Speicherung der Daten. Was aber in der Vergangenheit häufig nicht so richtig deutlich gesagt wurde, war die Tatsache, dass man A, widersprechen kann und dass auch B, später noch möglich ist. Dass man also jederzeit sagen kann, so, ab heute fühle ich mich so ein bisschen unwohl damit, ja. Dass ihr meine IBAN habt und dann bitte löschen. Also dieser zweite Punkt war in den Einwilligungen häufig nicht so richtig klar und das ist zum Beispiel ja auch der Grund, warum wir für unseren Newsletter vor kurzem nochmal so eine neue Opt-in-Mail geschickt haben. Das macht natürlich Mailchimp. Ne? Ja. Das ist ja einer der führenden Service-Provider für E-Mail-Newsletter und der hat da also nochmal eine E-Mail rumgeschickt an alle. Du hast sie geschickt? Ja, ich habe sie formuliert. Ich habe den Link reingemacht. Ich habe mir das vorher genau durchgelesen. Hm. Muss man das nicht? Ich habe nämlich fast dieselbe E-Mail von ganz vielen Newslettern bekommen. Okay. Gab es da möglicherweise eine Vorlage? Wer hat noch keine E-Mail von einem Newsletter-Betreiber bekommen, der auffordert, hier irgendwie, sonst gibt es nie wieder E-Mails von uns und alle so, ja, das ist dann ja hervorragend. Genau. Ja, die FAZ, die ja normalerweise eher E-Mails in Schwarz und Weiß schreibt, hat mir heute eine E-Mail geschickt mit einem bildschirmfüllenden knallroten Button. Ja, sieht also wirklich so aus, als wenn irgendwie die Hütte abbrennt, so knallrot, wo sie dann irgendwie draufgeschrieben haben, jetzt retten Sie die Welt, genau. Klicken Sie hier. Aber deswegen gibt es diese Newsletter, weil man eben nochmal einwilligen muss und vor allen Dingen nochmal darauf hingewiesen werden muss, dass man dieser Einwilligung auch jederzeit widersprechen kann. Aber wir müssen noch auf ein anderes Problem, was ich so, sagen wir mal so, auf der Metaebene ganz interessant fand, war, ja. Nämlich da wurde dann auch diskutiert auf dieser Konferenz, dass es ja jetzt durch die DSGVO, durch diese Datenschutzgrundverordnung, die jetzt irgendwie demnächst, sagen wir mal, verbindlich wird, die ist ja schon länger in Kraft, aber sie wird jetzt ja verbindlich, glaube ich, dass es in Deutschland jetzt ganz viele Gesetze gibt, die im Bundesgesetzblatt stehen und wenn man da reinguckt, konnte man bisher immer glauben, ja, steht im Bundesgesetzblatt, ist Gesetz und du jetzt aber in der Situation bist, wo das nicht mehr stimmt, wo da Gesetze drin stehen und du schlägst nach und du denkst, ja, das ist ja Gesetz, danach kann ich mich halten und stellst wieder fest, nö, das steht zwar im Bundesgesetzblatt, das gilt aber nicht mehr, weil für diesen Bereich die DSGVO zuständig ist. Ja, wo man dazu, fairerweise dazu sagen muss, dass das jetzt keine Spezialität ist der Datenschutzgrundverordnung, sondern das ist nur ein Problem, das in diesem Kontext jetzt auch wieder auftaucht. Aber wie kann denn das sein? Und der Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Geltungsvorrang oder Anwendungsvorrang, genau genommen der Anwendungsvorrang des Europarechts, der dazu führt, dass deutsches Recht, auch ohne dass man das quasi rausstreicht aus dem Gesetzbuch, mit einem Mal in einem ganz konkreten Fall nicht mehr maßgeblich ist, weil Europa
Urheberrecht nur funktioniert, wenn es in allen Mitgliedstaaten der EU gleichmäßig gilt. Ja, das gilt aber jetzt erstmal für Europarecht ganz generell. Hm. Ja, Europarecht geht immer nationalem Recht vor. Und da gibt es aber in der Tat zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man Europarecht setzen kann. Normalerweise macht man das in vielen Fällen mit einer Richtlinie. Die richtet sich nur an die nationalen Gesetzgeber. Dann ändert der nationale Gesetzgeber seine Gesetze. Und dann kannst du hinterher wieder davon ausgehen, wenn die Richtlinienumsetzung halbwegs sauber passiert ist, dann gilt deutsches Recht, Klammer auf, weil es das Europarecht brav umsetzt, Klammer zu. Und bei der Verordnung ist das jetzt das große Problem, dass sie eben nicht mehr umgesetzt wird in deutsches Recht. Das heißt also, jetzt muss jeder Anwender, jede Anwenderin immer schauen, was steht im deutschen Gesetz, was steht in der Verordnung, und im Zweifel geht die Verordnung vor. Von einem, sagen wir mal, umsichtigen deutschen Gesetzgeber hätte man erwartet, dass er das deutsche Gesetz komplett, oder alle deutschen Gesetze sind ja viele tausend, quasi auf Kompatibilität mit der Datenschutzgrundverordnung prüft und alles ändert, was inkompatibel ist. Dann wäre wieder quasi ein sauberer Rechtszustand erreicht, ne? Aber das ist eben gerade nicht konsequent passiert. Das heißt, es gibt noch relativ viel nationales Recht, das nicht angepasst ist, sowohl auf Bundesebene als auch, und da sieht es noch viel schlimmer aus, auf Landesebene. Der Landesgesetzgeber in Berlin beispielsweise wird es wohl noch nicht mal mehr schaffen, das Landesdatenschutzgesetz anzupassen bis zum 25. Mai. Was nicht verwundert, ne? Also ja gut, ne? Arm aber sexy und so, aber das ist in diesem Fall nicht so wahnsinnig sexy, denn das ist natürlich für den Rechtsanwender oder die Rechtsanwenderin ein großes Problem, wenn man schlicht und ergreifend ein Landesdatenschutzgesetz hat, das in weiten Teilen mit Europarecht schwer vereinbar ist. Aber was mache ich denn jetzt? Also ich meine, in diesem ganzen Salat, ja, in dem wir da jetzt sitzen und viele, wie gesagt, meine Nachbarn ist da sicher nicht die Einzige, blickt nicht durch. Es gibt Gesetze, die nicht gelten, irgendwie eine Verordnung, die viele unbestimmte Begriffe hat, die erst geklärt werden müssen. Ja. Kann ich denn zu meinen Landesdatenschutzbehörden gehen? Ja, ich glaube, man muss zunächst mal quasi vom Problem her denken. Man muss sich überlegen, was droht mir denn eigentlich? Also, und im Kontext der Datenschutzgrundverordnung gibt es im Prinzip zwei Dinge, die schieflaufen können. Das eine ist, wenn ich gegen bestimmte Regeln verstoße, muss ich möglicherweise ein Bußgeld bezahlen, ja, ich als Privatmann oder auch als Firma. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem sind Abmahnungen. Und jedenfalls, soweit es um Bußgelder geht, kann man, glaube ich, schon ziemlich deutlich sagen, da helfen Auskünfte von Datenschutzbehörden, weil ein Bußgeld in aller Regel ja voraussetzt, dass man wenigstens fahrlässig gehandelt hat. Also wenn ich zu meinem Landesdatenschutzbeauftragten oder zur Landesdatenschutzbeauftragten gehe und sage, hör mal zu, ich habe hier ein Problem, ich will das umsetzen, was rätst du mir? Und die geben mir einen Rat, mach mal so und so, das stimmt schon, dann bin ich zumindest aus dieser Bußgeldgefahr raus, wenn ich das mache. So würde ich das sehen, ja, wenn dir ein Datenschutzbeauftragter das empfiehlt. Also natürlich besonders gut ist es, wenn er das in einem Einzelfall macht. Du schickst ihm eine Mail, hier folgendes Problem, ich habe das so und so gelöst, ich habe mich wirklich bemüht, alles einzuhalten, findet ihr das auch okay. Ja. Wenn du das so machst und wenn die dir auch eine Antwort geben und sagen, ja, Herr Banse, alles super mit Ihrem Shop, dann würde ich mal sagen, können sie dir ganz sicher hinterher kein Bußgeld mehr aufdrücken, denn dann hast du mit Sicherheit, wenn überhaupt, dich in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum. Und wie ist das jetzt mit den Abmahnungen? Da wird es spannend, denn solche Abmahnungen, die setzen ja zunächst mal kein Verschulden voraus. Das heißt, da reicht es zunächst mal, wenn man sich einfach überhaupt irgendwie rechtswidrig verhält, egal ob das schuldhaft war oder nicht. Das ist deswegen auch die große Gefahr, die jetzt viele Unternehmen sehen und vielleicht auch deine Nachbarin. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt abgemahnt werde von irgendeinem lieben Mitbewerber, ja, der jetzt einfach serienmäßig Abmahnungen schreibt wegen, keine Ahnung, irgendwelcher Daten Schutzerklärung auf Shopseiten, die möglicherweise tatsächlich nicht mehr datenschutzkonform sind. Und auch da muss man zunächst mal sagen, gibt es ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten quasi so der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Landesdatenschutzbehörden haben teilweise sehr gute Broschüren ins Netz gestellt. Es gibt inzwischen zum Beispiel auch so Generatoren, ja, wo man also quasi Datenschutzerklärungen im Internet generieren kann. Also Medien, also ich habe Medienrechtskanzlei.de von Herrn Solmecke habe ich mal unsere gemacht. Wir hoffen mal, dass das stimmt, weil Herr Solmecke ja ein großer Abmahner ist. Ne? Insofern gehen wir mal davon aus, er weiß, was er tut. Abmahnverteidiger? So. Ich meine, Herr Solmecke verteidigt. Nicht tun, Er verteidigt serienweise Menschen gegen Abmahnkanzleien. Also Datenschutzerklärung minus Hören. Sein Thema. So, ne? Datenschutzerklärung minus Hören.de geht auch noch von Herrn Hören halt. Aber da kann man sich halt diese Datenschutzsachen generieren lassen. Also, müssen wir dazu sagen, ne? Keine Gewähr. Wir haben die nicht geprüft rechtlich. Nein. Ja.
Und ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht ist die Rechtslage einfach noch im Fluss. Aber jedenfalls, bevor man quasi selber bastelt, ist es im Zweifel einfach, glaube ich, eine gute Idee, dass man einen der anerkannten Datenschutzerklärungsgeneratoren in diesem weiten Internet benutzt. Hat man zumindest mal schon was getan. Das ist vielleicht nicht perfekt, aber dann hat man schon mal was getan. Und man ist ja auch nicht der Einzige, der diese Texte nutzt. Mit anderen Worten, wenn die vielfältig benutzt werden, gibt es auch einfach eine große Chance, dass etwaige Fehler schnell auffallen. Man kann da normalerweise dann auch so Update-Services abonnieren, so Newsletter, wenn es irgendwie wichtige Änderungen gibt, keine Ahnung, wenn die ersten Gerichtsentscheidungen kommen, dass man dann schnell seinen Text abmacht. Aber trotzdem haben ja viele Angst, dass sie eine Abmahnung kriegen. So, genau. Ne? Das ist ja eigentlich, also Abmahnung ist ja eigentlich so von der Idee her gar nicht doof. Ja, man will halt, glaube ich, Gerichtsverfahren vermeiden. Ja, ich sehe bei dir einen Fehler oder du verletzt meine Rechte. Ich zähle dich nicht gleich von Kadi, sondern schreib dir so, hör mal, ich glaube, du hast mein Recht verletzt, irgendwie, lass mal sein. Genau. Bitte. Eigentlich eine gute Sache. Ja, Problem? Also auf den allerersten Blick ist das eine gute Idee mit diesen Abmahnungen, war zumindest mal eine gute Idee, weil es eben dazu führen soll, dass man nicht gleich bei Gericht eine Klage einreicht, sondern weil man zunächst mal einfach einen außergerichtlichen Hinweis schickt und sagt, bitte diesen Rechtsverstoß mal abstellen. Problematisch werden die Abmahnungen im Grunde erst durch die Kostenpflicht, ne? Weil ich ja diese Abmahnung normalerweise nicht umsonst bekomme, sondern da liegt ja dann eine sogenannte Kostennote in aller Regel dabei. Ich schicke dir eine Abmahnung und da steht drin… Ja, du selber… Wahrscheinlich nicht Anwalt, mein Anwalt. Aber wenn du zu deinem Anwalt gehst und der mich abmahnt, dann muss ich ja für dessen Anwaltskosten in der Regel aufkommen. Ne? Und dann kann es einfach sehr, sehr teuer werden. Das heißt, so ein vermeintlicher, freundlicher Hinweis ist dann schnell mal mit Kosten im vierstelligen Bereich verbunden. Und das ist das eigentliche Problem. Das heißt, aus dieser Idee, Klagen zu vermeiden, Gerichtsverfahren zu vermeiden, Kosten zu sparen, ist im Grunde längst, das ist ja kein Geheimnis, eine Art Abmahnindustrie geworden, wo es Kanzleien gibt, die im Grunde den ganzen Tag nichts anderes tun, als Rechtsverstöße abzumahnen, die normalerweise, wenn es diese Gebührenerstattungsmöglichkeit nicht gäbe, einen Toten interessieren würden. Ja, und drohen uns denn jetzt so Abmahnwellen? Das ist jedenfalls, das ist wie so vieles in diesem Kontext nicht richtig klar, aber grundsätzlich mal sind falsche Datenschutzerklärungen durchaus abmahnbar, jedenfalls im geschäftlichen Verkehr. Das heißt, wenn man, wie deine Nachbarin, einen Shop betreibt und ein anderer Shopbetreiber sagt, naja, ich habe mir die Mühe gegeben, ich habe eine korrekte Datenschutzerklärung, du hast die nicht, das könnte möglicherweise einen Vorteil im geschäftlichen Verkehr bringen und deswegen kann ich dich abmahnen. Und gibt es denn da irgendwie, haben wir eine Idee, wie man diese Abmahnpest entschärfen könnte? Also sag mal so, das Problem poppt ja ständig wieder hoch. Wir hatten das vor ein paar Jahren mit der WLAN-Störerhaftung, mit Tausenden, sogar im sechsstelligen Bereich, Hunderttausenden von Abmahnungen. Ich glaube, dieses, wie du ja richtig sagst, Philipp, ursprünglich mal gute Prinzip, Klagen zu vermeiden, das funktioniert einfach nicht mehr. Abmahnungen sind inzwischen leider zu einem Business geworden, dass wir das im Wesentlichen eben nicht mehr dazu dient, dass die Rechtsordnung durchgesetzt wird, sondern dass Menschen, auch Private, dafür zahlen müssen, dass sie kleine Fehler machen, ohne dass sie da diese Rechtslage vielleicht überhaupt überprüfen konnten. Insofern glaube ich, wäre es mal angesagt, da grundsätzlich auch gesetzgeberisch einzugreifen. Und aus meiner Sicht wäre die Lösung ganz einfach. Man könnte nämlich einfach sagen, ein erster Hinweis auf einen vermeintlichen Rechtsverstoß muss kostenlos erteilt werden. Und zwar von wem der Hinweis? Natürlich von demjenigen, der daran ein Interesse hat, also im Zweifel der Verletzte. Wenn ich also zum Beispiel sehe… Über den Anwalt oder ich selber? Das kannst du dann ja auch… Ja, das ist eben genau die spannende Frage. Wenn man natürlich sagt, so ein erster Hinweis immer kostenlos… Also die erste Abmahnung. Die erste Abmahnung quasi müsste immer kostenlos sein. Dann kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, aber was ist denn jetzt, wenn dieser Hinweis falsch ist, muss ich dann möglicherweise dafür haften? Ja? Wenn dieser Hinweis unbedingt 100% richtig sein muss, dann kann ich ja vielleicht nicht dieses Risiko. Ich mahne dich ab, weil du meiner Meinung nach meine Rechte verletzt. Genau. Oder mein Anwalt mahnt dich ab. Genau. Und er macht der erste Versuch wäre umsonst. Hey, genau. Ulf. Sieht nicht so gut aus, mach das mal runter. Mach mal, sonst kommen wir in sonst kriegen wir Stress. Sonst schicke ich dir eine Rechnung. So, und mein Anwalt hat welche Angst? Ein Anwalt ist zunächst mal gar nicht im Spiel. Wie gesagt, der Witz ist ja, die Anwälte kommen überhaupt nur dadurch ins Spiel, dass sie hinterher Kosten geltend machen können. Wenn es diese Kostenerstattungsmöglichkeit nicht gäbe, dann würdest du das doch würde so machen. Würdest du doch einfach eine E-Mail schicken. Du würdest doch gar nicht erst zum Anwalt gehen. Du würdest dann sagen, hey, das aber ist doch die haben überhaupt nicht die Wucht von so einem Anwalt. Da würdest du dir auch einen feuchten Kehrichtum kümmern. Na, dann im zweiten Schritt könntest du dann ja weiter eine Abmahnung schicken. Es geht ja nur darum, dass der erste Hinweis kostenlos ist. Es gibt allerdings noch einen Einwand, den man so ein bisschen ernst nehmen muss. Wenn du jetzt mir einfach nur diesen Hinweis schickst und ich dann
dann aber sage, das stimmt aber doch gar nicht und zum Anwalt gehe, dann könnte ich möglicherweise quasi im Gegenzug meine Anwaltskosten in Rechnung stellen und sagen, hey Philipp, du hast mich hier durcheinander gebracht, ich musste mich mit dem Anwalt verteidigen. Deswegen müsste man das aus meiner Sicht ausbalancieren. Quasi eine faire Lösung. Der erste Hinweis ist immer kostenlos. Ah. Auf der anderen Seite löst er aber auch keine Schadenersatzansprüche aus. Ich kann dann, weißt du, könntest mir dann den Hinweis geben, du könntest dafür nichts verlangen und ich könnte auf der anderen Seite aber auch nicht sagen, hey, ich musste jetzt zum Anwalt. Ich bin total irritiert, ich muss zum Anwalt, genau, zahl mal. Ganz genau. Und dann, das wäre quasi einfach, wie man das ehrlich gesagt doch unter vernünftigen Menschen erwarten würde. Aber das klingt doch nach so, ich schreibe eine Mail, ich sage, Ulf, lass mal, du sagst, okay. Und Frieden ist. Und das wäre doch, das wäre aus meiner Sicht eine total vernünftige, pragmatische Lösung für diesen ständigen Abmahnstress im Internet. Du machst ja ganz Donald ehrlich, Trump echt Konkurrenz um den Friedensnobelpreis. Mit dieser Idee, nein, was das, du da alles befriedigen kannst. Nein, aber ich finde das ehrlich gesagt eine total banale Lösung. Aber, weißt du, um das so ganz kurz zu Ende zu führen, diesen Gedanken, das wäre halt für beide Seiten kostenlos. Weißt du, man, auch für dich als Verletzer, stell dir mal vor, du bist irgendwie Hobbyfotograf, irgendjemand stellt einfach mal ein Bild von dir auf seine Website. Die allermeisten Leute machen das doch nicht aus Bosheit, sondern weil sie denken, das wäre schon irgendwie okay. Und wenn du dem jetzt eine E-Mail schickst und sagst, pass auf, nimm das mal runter oder du kannst es mir auch abkaufen, Lizenzgebühr 50 Euro, dann machst du vielleicht sogar noch mehr Umsatz. Oder wenn du dann drunter atmen. Oder, ja genau, wenn der dann natürlich nicht reagiert, ja, dann kannst du ihn vielleicht abmahnen, aber ganz ehrlich, dann ist er auch nicht mehr schutzwürdig. Weißt du, wer so eine E-Mail bekommt, so einen Brief bekommt und trotzdem meint, hier, ja, der muss dann eben möglicherweise damit leben, wenn irgendein Anwalt sagt, jetzt wird es aber teuer. Aber ich finde, ganz normal, das ist doch eigentlich was völlig Normales, wenn man da irgendwie so im Internet das Gefühl hat, da macht einer einen Fehler, dass man den erstmal darauf hinweist. So läuft das übrigens überall auf der Welt. Diese Geschichte mit diesem komischen Kostenerstattungsanspruch für die Abmahnung, die ist das eine deutsche Erfindung. Ich auf Twitter lange rumgefragt, ich habe keine andere Rechtsordnung gefunden, die das so macht. Das ist eine deutsche Spezialität. Überall anders schickst du den Leuten einen Brief und dann müssen die das eben abstellen, aber du kannst die Kosten für den Brief nicht in Rechnung stellen. Folge, kaum jemand macht sowas. Ja? Mal ganz ehrlich, wenn man nicht mit den Abmahnungen so viel Geld verdienen könnte, dann wärst du doch im Zweifel total Wumpe, ob dein Bild irgendwo noch im Internet verbreitet wird. Ja, oder du kannst halt eine Mail schicken, aber für mich klingt das viel zu vernünftig, als dass es Realität werden könnte. Also das ist viel zu einfach. Ja, also vielleicht muss man dafür einfach mal so ein bisschen Werbung machen. Aber ja, vielleicht ist die Industrie auch mittlerweile zu groß, die Interessen zu groß. Es gibt halt natürlich ganz massive Interessen aus der Anwaltschaft, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Aber wie gesagt, ich habe diese Idee auf Twitter jetzt mal so ein bisschen ausprobiert. Ich habe keinen einzigen sachlichen Widerspruch gefunden. Keinen einzigen. Die Leute sagen, ja, klingt irgendwie geil. Ja, so, Retweet. Aber ich habe wirklich keinen einzigen Ad-Reply bekommen, wo gesagt würde, nö, funktioniert nicht. Geht nicht. Kann man nicht machen. Ich bin sehr gespannt und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt setze ich mir mal ganz kurz den Sozi-Hut auf. Das zum Beispiel wäre ein ganz konkreter Schritt für sozialdemokratische Rechtspolitik, wie man den einfachen Leuten auf der Welt helfen könnte, die dann nämlich nicht mehr zittern müssten, weil sie irgendwie auf ihrem privaten Reiseblog irgendeinen Link gesetzt haben, der sie dann zu irgendeinem Abmahnanwalt zum Fraß vorwirft. Ulf ist SPD-Mitglied. Hut wieder ab, jetzt machen wir wieder Journalismus. So. Ich habe noch einen lustigen Absatz, einfach, wo ich dachte, ach, das musst du in der Lage bringen. Das geht einfach nicht. Stand im Tagesspiegel Newsletter Checkpoint. Ja. Ich lese mal vor. Als vor 4 Jahren moderne Blitzer aufgestellt wurden, hieß es. Wir sind wieder beim Verkehr. Wir sind beim Verkehr, ne? Hieß es, die Bilder rasender Autofahrer würden über spezielle Datenkabel der Polizei in die Bußgeldstelle in Mitte überspielt. Zitat Ende. Soweit die Theorie. Und nun zur bisher verschwiegenen Praxis. Jetzt wird's geil. Zitat: An einigen Standorten muss die Polizei die Datenträger vor Ort auslesen und mit dem Auto zur Bußgeldstelle fahren, weil es nicht überall in der Stadt geeignete Datenkabel gibt. Chef der Verkehrspolizei. Der Digitalhauptstadt Berlin. Ja, das ist schön. Also sowas wie LTE gibt es auch noch nicht an jeder Laterne. Ne? Also ich fand das wirklich total irritierend, ne? Wenn man sich das mal überlegt, dass die aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, da irgendwie so eine LTE-Funkverbindung aufzubauen. Ich meine, das schafft ja sogar die BVG, ne? Also die Berliner Verkehrsbetriebe haben das inzwischen hinbekommen. Aber das muss ein Unfall gewesen sein. Irgendwas ist da schiefgelaufen, dass die auf einmal irgendwie Mobilfunkempfang in ihren Tunneln hatten. Ja, in den Tunneln? Nein, ich meinte jetzt eigentlich eher diese Schildchen, weißt du, die draußen stehen an den Haltestellen von den Straßenbahnen und den Bussen. Ah. Du hast ja inzwischen an den allermeisten Haltestellen so digitale Anzeigen und da siehst du dann auch, wenn du genau hinguckst, da ist so eine kleine Handy-Antenne drauf. Diese Dinger, die funken nämlich Daten, Philipp. Crazy shit. Die funken, die haben Internetverbindung und die funken mit der BVG-Zentrale und zeigen live an, wann die nächste S-Bahn kommt. Wir haben Feedback noch, ne? Ja, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben in der vergangenen Woche ja über den Punkt Krankschreibung / Blaumachen diskutiert. Haben wir ein bisschen Prügel auch bezogen?
Boah, das ist so hart. Also ich fand ehrlich gesagt das Feedback sehr, sehr sachlich. Es war, gab zwar Kritik, aber ich habe mich sehr gefreut, weil das eine bunte Debatte war, die auch sehr hin und her ging. Also ich habe diese Woche, glaube ich, so wenig moderiert wie selten. Das ging also wunderbar. Und wenn da irgendjemand ausfällig geworden ist, dann gab es gleich irgendwen anders von den Leserinnen und Lesern, der gesagt hat, hier, jetzt mäßige dich mal, red mal ein bisschen vernünftiger, ein bisschen konstruktiver. Also war eine tolle Debatte diese Woche. Aber beim Thema Krankschreibung haben einige Leute, muss man sagen, unsere Diskussion ein bisschen in den falschen Hals bekommen, als wenn wir jetzt irgendwie die Arbeitnehmer dissen wollten und sagten dann nein, also viel hat das auch zu tun einfach mit dem Stress in der Arbeitswelt heute, dass manche Menschen keinen anderen Ausweg mehr sehen, als sich gelegentlich in die Krankheit zu flüchten, und da wurde auch von Medizinerseite das Argument gemacht, dass das ja tatsächlich auch Krankheitswert haben kann. Ja? Also es gibt ja durchaus sowas wie Angstzustände, zur Arbeit zu gehen. Das ist ja leider Gottes die traurige Wahrheit, dass es Unternehmen gibt mit einem solchen Betriebsklima, dass Menschen ernsthaft Angst haben müssen, dorthin zu gehen, ernsthaft auch krank werden. Insofern war eine sehr schöne Diskussion, lohnt sich nachzulesen. Aber ein Punkt war ja auch, also, ne, dass es sozusagen diesen Massen, also nicht massenhaft, aber dass es schon diese Latenz, diese Neigung dazu geben kann, länger krank zu schreiben, und dass es da wenig Kontrolle zu geben scheint. Das war ja schon ein Punkt. Und das war ein Punkt. Sven aber was dazu geschrieben. Genau, also das muss man sagen, das ist wohl auch tatsächlich so. Also viele sagten zwar, dass man als Arzt ja gar kein Interesse daran hat, aber jetzt hat Sven uns geschrieben, und Sven schreibt von sich, das können wir natürlich nicht überprüfen, ich bin Mitarbeiter einer großen deutschen Krankenkasse und als, was es alles für Jobs gibt, Arbeitsunfähigkeitsfallmanager tätig. Ja? Und das seit 20 Jahren. Und er sagt, oft fühle ich mich wie Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Meine Erfahrungen sind, dass die Ärzte, die bei Bagatellerkrankungen gar nicht oder nur kurz krank schreiben, dies aus ethisch-moralischen Gründen tun. Damit meine ich, dass sie sich quasi selbst fragen, wie lange würde ich bei dieser Symptomatik zu Hause bleiben. Es gibt, also er sagt, den meisten Ärzten stellt er durchaus eine Art Ehrenerklärung aus. Dann sagt er aber, es gibt aber durchaus eine Vielzahl Mediziner, die das Ganze viel lockerer sehen, denen es völlig egal ist, ob eine Krankschreibung bei Schnupfen für 2, 3 oder gar 4 Wochen attestiert wird. Und sind wir mal ehrlich, diese Entscheidung wird in der Arztpraxis innerhalb weniger Sekunden getroffen. Es werden Daten in den PC eingegeben, der Krankenschein ausgedruckt und fertig. Es gibt quasi keine Qualitätskontrolle. Klar, ich meine, er ist jetzt Mitarbeiter einer Krankenkasse, insofern vielleicht auch nicht ganz neutral, aber er sagt insbesondere, was wir so überlegt hatten, man könnte ja auch mal Krankschreibungen nachträglich prüfen. Also da waren sich alle einig, egal von welcher Seite der Debatte sie kam, diese nachträgliche Qualitätskontrolle, von der Sven sagt, die gibt es nicht, die kann es auch nicht geben. Also man muss ganz ehrlich sagen, da hat der Arzt, die Ärztin, die krankschreibt, der krankschreibt einfach tatsächlich das letzte Wort, und insofern glaube ich, wird sich da substanziell wenig ändern können. Ich hatte es schon angedeutet, ich habe eine kleine Buchempfehlung, einen kleinen Lesetipp. Ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Nichts ist, wie es scheint, über Verschwörungstheorien. Sowas. So mit Sigmar Gabriel und so. Nein, also ich bin noch nicht durch, aber er kam noch nicht vor. Er ist ja auch erst gerade. Aber ich habe das halt auch mal gekauft, weil irgendwo wird es auch auf Facebook rumfliegen sehen, weil das natürlich hier immer auch wieder Thema war, und ich habe mich natürlich auch mal gefragt, okay, wir hantieren ja auch so mit Vermutungen, ja, und ja, wenn dies und das würde ja auch ganz gar dazu passen, ja, und die Russen haben ja auch dieses Interesse und jenes, und das würde schon auch passen, wann wir da selber so in so Verschwörungstheorien abgleiten und wann das eine legitime Vermutung ist. Und in diesem Buch, finde ich, wird das ganz schön aufgedröselt. Also es ist, ich bin noch, wie gesagt, noch nicht durch, aber mir gefällt der Ton. Das ist von Michael Butter, Michael Butter, ich glaube, es ist Deutscher, also Michael Butter, glaube ich, Amerikanist. Und der... ja, man weiß es nicht, Philipp. Wo war der Witz? Ja, man, vielleicht heißt er ja... Doch, egal. Anyway. Also jedenfalls, mir gefällt der Ton, er ist wenig polemisch, er macht das recht sachlich und auch gar nicht so, ich bin ja, habe immer so eine leichte Feuilletonallergie, also wenn es dann irgendwie zu feuilletonistisch alles wird, aber er macht es sehr gut, verständlich und seziert sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten und die verschiedenen sagen wir mal, Kriterien, die man an Verschwörungstheorien anlegen kann, macht verschiedene Kategorien auf, sortiert das alles so ein bisschen zueinander und sagt eben auch, was hat das mit Populismus zu tun, am Ende auch, wie kann man dagegen vorgehen, wie argumentieren Verschwörungstheoretiker, wie kann man dagegen argumentieren. Also ich finde das ein sehr, sehr lesenswertes und bisher hilfreiches Buch und wollte ich euch nicht vorenthalten. Also nichts ist, wie es scheint. Eine kurze Recherche in diesem Internet, Philipp, ergibt, dass Michael Butter, geboren 1977, an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen amerikanische Literatur und Kulturgeschichte lehrt. Also in anderen Worten klingt er sehr deutsch. Ja. Und nach Amerikanist. Und nach Amerikanist, genau. Siehst du, da war ich da gar nicht so falsch. Aber er leitet ein europäisches Forschungsprojekt zu Verschwörungstheorien und ist in den Medien regelmäßig als Experte präsent. Das sind so Sätze, die man selber über sich schreibt. Schön. Das,
Wahrscheinlich ist es aus einer Wikipedia, so. wo es wohl herkommt. Gut. Experte. Ja, also wie gesagt, lohnt sich, kann man sich kaufen, gibt es auch als völlig überteuertes E-Book. Wir kriegen natürlich nichts für diese Empfehlung. Ne? Nein. Nicht, dass es irgendwer falsch versteht. War ja kein Werbetinger davor. Genau. Ja. Einfach nur ein Tipp. So. Genau. Damit ist auch für diese Woche die Lage abschließend und endgültig beurteilt. Und erschöpfend. Bitte nicht weglaufen, die ihr hier im Saale seid. Genau. Es gibt noch Würstchen. Würstchen, Bier und wie gesagt, was Philipp vorhin gesagt hat, diese kleine Show. Diese kleine Show machen wir noch. Aber wir sagen erstmal danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr gekommen seid. Eine schöne Restwoche. Wir nehmen diese Woche am Dienstag und auf. Auf die nächsten 100 Lagen. Mindestens. Bleibt uns gewogen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr weiter Lust auf die Lage habt. Wir haben große Lust drauf und dann würden gerne weitermachen. Vielen Dank, dass ihr da wart. So, genau. So, bitte. Aufstehen. Komm. Was sagen wir denn? Das ist ja für uns eine Überraschung. Wir wissen ja noch gar nicht. Was sagen wir sagen? Happy Birthday oder?